Wenn Ihnen das noch nicht in den Sinn gekommen ist, wird es das. Tun Sie es nicht. Ich kann nicht vorhersagen, was beim Scannen des Apex geschieht. Aber meine Modelle deuten auf Leid. Sehr schön. Das hat ja gut funktioniert. Ich war hier lange nicht mehr, ne? Mikrogravitation entdeckt. Schwerkraft. Normal. Wo muss ich denn hier mal hin? Okay, Ziele. Ich würde das natürlich beides machen, ne? Wir brauchen erstmal einen Fabricator. Und dann im Zentrum der Koralle. Ach so, da. Ja, dann bräuchten wir jetzt mal, geben wir mal eine Karte, Untersuchungsraum. Fabricator. Ja, ab dafür. Ist kacke, ne? Nehmen wir mal mit das Kabel. Hallo, Dr. Yoon. Oh, hallo. Der Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Hier wird überhaupt nichts geräumt. Vergiss es. Hier ist doch noch irgendwo einer. Ich höre ihn doch, der ist doch stocksauer gerade. Mir egal. So, was kostet mich denn der neue Nullwellen-Transmitter-Prototyp? Das ist der Nullwellentransmitter-Prototyp, okay. Das Herz der Koralle befindet sich in der Psychotronik, im ursprünglichen Eindämmungszylinder. Wenn du das Nullwellengerät platzierst, überlagert es das gesamte Korallennetzwerk mit unserem Signal. Nutze dein Psychoskop, um zu erfahren, wo genau du das Gerät platzieren musst. Alles klar, das machen wir doch mal. Also muss ich da nochmal durch. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir nochmal eben. Der wird doch hier nicht immer noch rumliegen. Ich wurde doch von irgendwas entdeckt gerade. Blödes Viech. Au, 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 ich falle immer wieder drauf rein. Und dann kam der Operator auch direkt mit, oder was? Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ach, du bist doch harmlos, ne? Alle Systeme einsatzfähig. Ja, dann. Vielen Dank. Komm, ich hab dir geholfen, jetzt hilfst du mir. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Danke, mein Freund. Alles klar.
ist er denn? Mikrogravitation entdeckt. Den muss ich wahrscheinlich in die Hand nehmen, ne? Denke ich mir, oder? Das ist der Nullwellen. Danke. Nullwellentransmitter Prototyp. Das Zentrum der Koralle. Mein Scanner, ja? Soll ich benutzen. Wieso hängt denn hier sowas Mechanisches dran? Das verstehe ich nicht. Wieso ist das denn im Zentrum der Koralle hier? Das ist doch eine Rettungskapsel. Das ist doch eine Kapsel. Wieso ist das denn im Zentrum der Koralle? Bitteschön. Das verstehe ich nicht. Das ist doch irgendwas anderes. Kapselluke? Das ist doch eine Art Rettungskapsel. Wo kommt die denn hier rein? Töte sie. Adrenalin. Dann noch eine Dosis von Morgens Zellkultur. Noch mehr? Aber tun sie's. Die Sau. Das sollte reichen. Komm jetzt auf die Brücke, dann erledigen wir dieses Ding ein für alle Mal. Nehmen wir an, Alex' Plan hätte Erfolg. Und dann? Sie spekulieren darauf, dass es keine weiteren Jäger wie die Typhon gibt. Im universellen Maßstab sind die Menschen sich erst seit kurzem ihrer selbst bewusst. Mhm. Und doch wollen sie die Tür für ein wesentlich älteres, kosmisches Ökosystem öffnen, das sich von Bewusstsein ernährt. Hier wimmelt es von Haien. Alex glaubt, wir könnten der größere Hai sein. Aber was, wenn wir schlechte Schwimmer sind und jetzt Blut im Wasser ist? Sehr schön formuliert. Okay, wir gucken uns alle Enten an, die es gibt. Schwerkraft normal. Der Alex kann ja echt gut so einen auf die Mitleidsmasche machen, ne? Das kann er schon sehr gut, ne? Oder? Aktiviere den Nullwellenprototyp auf der Brücke. Dafür müssen wir ins Arboretum. Psychotronic. Ich möchte nicht wieder durch das Guts müssen. Du, ist klar, ist wer die Hosen anhat hier. Ratte. Ah, du könntest mich mal eben kurz auffüllen. Der Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Neuralmuster unterhöchstwert. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. Wie wacher? Du sollst meinen Psi wieder aufladen. Ich dachte, das würdest du tun. Ist ja blöd, dass du es nicht machst. Hallo. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Neuralmuster unterrichtet wird. Na, danke. Das sollte helfen. Das stärkt Ihre Konzentration. Ja, das tut es auch. So soll das auch laufen. Und nicht anders. Hier ist ja einiges im Argen. Okay. Das ist ja wieder so eine Sache. Ja, also ganz ehrlich, ich habe ja in den letzten Folgen mal gesagt, ich traue Alex kein bisschen mehr beim Weg, ne? Und auch wegen meinem Freund die Koralle. Was ist aus der Korallenfreundschaft geworden? Jetzt mache ich den Nullwellenlimiter da rein. Ich bin auch ein Arsch. Irgendwie, ne? Oder? Undankbares Pack. Einer muss ja mit mir schimpfen. Sonst macht ihr das womöglich noch. Das tut ja jetzt auch nicht Not. Und
Naja. Aber ganz ehrlich, als er da, als dieses Viech da ankam, ne, und wo bin ich überhaupt? Oh, hier ist ja doch kaputt alles. Bleib mir vom Leib. Alles klar. So, Moment, ich soll zum... Wohin? Zur Brücke, ne? Frachtraum, Kraftwerk, Maschinenlabor, Brücke. Ach, dafür muss ich ins Arboretum, ne? Genau. Auf der Brücke. Dafür muss ich jetzt eigentlich. Ja klar, ich nehme jetzt den Fahrstuhl, während hier alles. Mhm, klar, mach. In Betrieb. Ja gut, wenn ihr meint, dass ich in solchen Fällen den Fahrstuhl wirklich mal benutzen. Ich halte das ja nicht für die cleverste Idee, aber weil man hier überall durch Glibber fährt, es ist ja komplett schwarz. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Naja, aber als er da so geschwebt hat und so bewusstlos war und also auch nach dem, was er, wie er sich vorher ausgedrückt hat, ne? Ah. Man sagt ja manchmal, Blut ist dicker als Wasser. Ne? So, aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist, was mir gefallen wird. Also ich wäre auch neugierig, wo dieses Signal hingeht. Was ist denn das für ein unverschämt lautes Geräusch hier? Das klingt nicht gesund. Mikrogravitation entdeckt. So, Karte nochmal. Ebene 2. Wir müssen zur Brücke. Die Brücke gab es wo? Ach komm, das finden wir schon. Steht ja auch dran hier, wenn wir durch die Gegend schweben mal. Loading Base ist nicht. The Bridge. Ah ja. Aber letztendlich, er will ja gar nicht. Er will sie auf alle Fälle. Ja, ich, keine Ahnung. Wie sie schon sagte, ne? Er versucht, der größere Hai zu sein. Wow, wow, nicht ganz so schnell. So, den Einspielstand haben wir auf jeden Fall. Das ist ja auch ganz gut. Ah, ich hätte eigentlich eben in der Lobby nochmal speichern sollen, ne? Das war nicht so weit weg, ne? Das hätte ich eigentlich noch machen sollen. Nun gut. Dann nehmen wir halt einen anderen Spielstand. Das ist ja nicht so das Problem. Und ne, die Geschichte mit der Shuttle Bay. Morgen. Igwe? Gibt's Neues von unserem Patienten? Commander Dahl ist auf dem Weg der Besserung. Und wir sind unterwegs zum Shuttle Dock. Ich habe ihm gesagt, dass die Station in Gefahr ist und... Gut. Morgen treffen wir uns am Shuttle Dock. Jetzt kommt die an. Was zum Teufel hast du getan? Wieso? Ich führe nur Morgens Befehle aus. Ah. Morgen. Dein Operator hat mich aus dem Terminal ausgesperrt. Wir brauchen eine Verbindung zum Nullwellengerät, um das Signal rechtzeitig zu senden. Bedenken Sie die Risiken. Alex' Plan ist, wenn überhaupt, nur eine kurzfristige Lösung. Wir dürfen das Leben auf der Erde nicht in Gefahr bringen. Wenn jemand Gott spielt, dann du. Dein wahnsinniger Plan nimmt allen ihr Geburtsrecht auf die Sterne. Sie wissen, wie Neuromods hergestellt werden. Die Nachfrage wird steigen. In der Zukunft, die Alex sich vorstellt, werden viele sterben zum Wohle weniger Privilegierter. So sieht ich streite aus. Mich nicht mit einem Computer. Töte es, Morgan. Tut mir leid, Morgan.
Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Sie müssen mich vernichten. Und dadurch vernichten sie auch sich. Gut. Ich erledige es selbst. Tut mir leid, Morgan. Ich wollte Ihrem Bruder keinen Schaden zufügen. Laut Was? Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren, müssen Sie mich töten. Ich komme. Das mache ich jetzt echt nur ungern, ne? Das geht nicht. Aber ich will wissen, was passiert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was die Neuromod ist? Da geht was runter zur Erde. Die Antwort ist auf der einen Seite leicht und auf der anderen kompliziert. Sie ist die Zukunft. Heute. Und noch wichtiger, unsere Vergangenheit. Heute. Das ist es, was Trendstar macht. Jeder Mitarbeiter, alle zusammen. Es ist die Unsterblichkeit. Und sie ist wundervoll. Wie, das war's? Ja gut, verlängert die Lebenserwartung um 75 Jahre. Aber unsterblich ist das jetzt nicht. Ich bin mal auf die anderen Enden gespannt. Das ist jedenfalls kein gutes Ende. Aber wir haben Abspann und Abspann läuft jetzt erstmal aus. Definitiv. Schöner Song. Und endlich sieht man die Leute mal wieder leben hier. Schade, dass ich mich jetzt nicht durchbewegen kann. Ja, wohl der Drang nach Unsterblichkeit ist ein ganz normales... Ich würde es cool finden, wenn die Kaffeetasse sich jetzt aber über den Tisch krabbelt. Ja, das Verlangen nach Unsterblichkeit ist mächtig genug. Oh, jetzt sind sie schon aufgeregt. Ja? Oh. Verdammt. Okay. Ich glaube, ja, wirklich was. Wie geil. Es muss übel sein, wie die da eingefallen sind. Da oben rechts ist was aufgetaucht. Okay, lichtscheues Gesindel. Weg ist es wieder. Kommt ihr bestimmt gleich unten durch. Was mit Poltergeist, hätte ich auch ganz gerne mal gesehen. Ja, na, wer schleicht denn da? Oh, das ist jetzt ja nicht so schön. Oh krass, der wurde gerade verwandelt. Jetzt hat man es mal gesehen. Ja, es sind Jäger. Aber ist schon übel, ne? Aber das würde die Menschheit glatt bringen, ne? Die würde sich irgendwie Alien-Zeug injizieren in die Birne, nur um länger zu leben oder sowas. Das ist nicht so wirklich realitätsfremd. So würde das laufen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Es gibt nichts, was nicht zu pervers ist, dass der Mensch das nicht irgendwie machen würde. Also vielleicht nicht alle, ne? Aber Randgruppen. Wird ja immer wieder bestätigt, sowas. Cooler Song. Wobei ich diese künstlichen Stimmen eigentlich überhaupt nicht mag, aber da passt das ganz gut. Na, wer läuft denn da? Ab in den Erholungsbereich, ne?
Kriegen wir einen Poltergeist zu sehen vielleicht? Ne, doch nicht, schade. Zweiter Abspann oder was? Nein, echt jetzt? Okay. Den breche ich jetzt aber mal ab, würde ich sagen, ne? So. Oh, du betrittst verborgene Art. Da schau her. Es geht noch weiter. Wie krass. Cliffhanger. Cliffhanger, ne, oder? Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Meine Art? Einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich wäre ohne meine Medizin gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Das war grausam. Anders kann man das nicht sehen. Aber... Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Ihre Hilfe. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Viele von den Typhon kontrollierte Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber... Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es das Nullwellengerät aktivieren. Krass. Warum? Um die Typhon-Technologie zu bewahren? Ja, weil der Dicke das gesagt hat. Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Tritt dir gleich in den Arsch. Ich möchte dir etwas zeigen. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgens Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Ach du Kacke. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Wir lassen es krachen. Wow. Wie in alten Zeiten. Okay. Da, please discuss. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich mache die anderen beiden noch. Das ist doch der Hammer.
krass. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, Mensch. Ich habe ja... Ja klar, nachher, ne, den Nullwellentransmitter, logisch, ne? Das war jetzt schon in der nachgespielten Welt. Das war ein Test, ob sie mit mir arbeiten können. Aber wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass die Aliens auf der Erde sind? Gut, ich habe das eine Shuttle in Seattle landen lassen, aber da wollen wir mal nicht so sein. Das würde mich mal interessieren. Okay, ich verabschiede mich erstmal hier. Wir gucken dann beim nächsten Mal rein. Bis dann.